Hallo und herzlich willkommen zurück beim Kaschia. Da sind wir wieder. Wunderbar und wunderschön mit der cleanen Lara. Und bevor ich irgendwas tue, sollte ich mal mein Handy leiser machen. Bin ja das letzte Mal hier hochgestiegen. Heute wird es tatsächlich a little bit spät. Bevor ich runterspringe, sollte ich das erledigen. Heute bin ich echt spät nach Hause gekommen, musste noch Wäsche machen und. Aber Hauptsache, ich komme zu spät nach Hause. Are you fucking kidding me? Wahrscheinlich, weil ich das Spiel wieder angemacht habe, sitzen sie jetzt da. Ah. Da irgendwo hin? Sieht nach Nein aus. Ich bin schon mittlerweile schockiert. Meine Mutter denkt sich auch schon hier Disney Plus zu kündigen. Ich meine, ey Mutti, ich guck bei dir mit. Bitte nicht. Loki ist noch nicht vorbei. Fick dich? Ja, ich meine genau dich. Leck mir im Arsch. Ach, da lang. Ich kann gerade gucken, wo es weitergeht. Ja, komm. Disney Plus ist noch nicht fertig. Vor allem Loki ist noch nicht fertig. Also wenn man schon über nachdenkt, ein Abo zu kündigen, wo der eigene Sohn mitguckt. Warte doch wenigstens ab, bis Loki fertig ist. Und ich höre mal, wer der Hammer durch habe. Oder mit seinem Namen Home Improvement. Deutsche Titel ist so scheiße. Warum ist der deutsche Titel so scheiße? Wer denkt sich den Müll aus? Was bist du denn? Oh, eine geile Tafel. Du siehst gut aus. Nehme ich mit. Schön, 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 schön. Aber jetzt mal im Ernst. Wer hat sich Home Improvement ausgedacht? Boah, das klingt so räudig. Hier sagen wir mal ja. Weiß nicht, soll ich euch töten? Was haben wir denn noch? Oh. Mal nachladen. Weißt du, was wir machen's? Okay, war ein bisschen kacke. Alter. Vergessen wir es, Krokodile sind scheiße. Och nö! Aber den habe ich da hinten gesammelt, oder? Ich glaube schon, ne? Ich muss das nicht nochmal machen, oder? Ah, ja, stimmt. Eingesammelt gilt als eingesammelt. Das Wasser kommt ja aber nicht, oder? Ich meine nicht. Alter, noch scheiße. Aber wie die rennen können! Digi! Digi! Wie die sich gegenseitig schieben! Leck mich am Arsch! Ach ja, da war ja noch einer. Leck mich am Arsch, sind die fit. Die rennen dich ja so tot. Was ist das eigentlich? Das sieht doch schon so nach irgendwas aus. Komisch. Ja, aber ankommen mit kündigen, ne? Also hallo, Serie noch nicht vorbei. Hallo. Jetzt will ich doch wenigstens die Scheiße zu Ende gucken, bevor ich sie mir dann irgendwann als DVD oder Blu-ray kaufe.
Gibt es von Home Improvement überhaupt eine Blu-ray? Ich meine, ich finde Tim Taylor genial. Der hat genau meinen Humor. Ho, 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 ho. Alter, ich bin genauso bescheuert und denke mir so Männer-Scheiß aus. Was ist das? Ist ein Puma? Im Ernst, ich bin genauso bescheuert und denke mir so Männer-Scheiß aus. Ah! Pumas! Ich leck mich am Arsch. Hallo? Hallo? Wie scheiße seid ihr denn drauf, bitte? Also ihr habt ja jetzt mal den Schwierigkeitsgrad ordentlich angezogen. Ich merke das schon. Ist da nicht noch einer? Ordentlich angezogen, das merkst du richtig. Okay. Oh, was ist das denn? Oh nein. Oh nein, warum geht nie die Belichtung durch? Beziehungsweise der kleine Nebeleffekt, der durch die Belichtung erzeugt wird. Geht der hier durch? Oh nein! Was habt ihr getan? Ich meine, ja, um Lara rum ist ein kleiner Dome, aber warum? Oh nein! Was habt ihr das... Warum habt ihr... Ah, egal. Oh nein, Kashi, bist du dumm? Scheiße! Oh, leck mich am Arsch. Die habe ich jetzt gar nicht gesehen gehabt und ich drücke den Schalter. Boah, Kashi, bist du behindert? Was stimmt nicht mit dir? Leg den Himmel. Nein. Nein. Boah. Gib dich einfach wieder zurück. Ich weiß nicht warum, aber du schiebst dich einfach wieder zurück. Warum? Und da liegt noch mal die Zone. Ich werde nicht mehr. Oh Mann. Ich glaube, die konnte ich nicht aufheben, oder? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich habe keine Ahnung. Oh, ich denke mir nur gerade, ich werde gleich sterben vor Lachen. Aber wisst ihr, was das Lustige ist? Damals in der Schule hatten wir gelernt, Projektwoche, was heißt Projektwoche, das war wohl eher Projektmonat, hatten wir Thematik Ägypten und hatten hier Hieroglyphen gelernt. Und ich kann euch jetzt schon sagen, das ergibt so null Sinn. Ja, aber ne, da hatten wir wirklich Hieroglyphen gelernt, das war wohl die... Wohl so gesehen der geilste Projektmonat, den ich jemals hatte in meinem Leben. Also wirklich der geilste. Nein, das tust du da. Oh, Lara. Lara. Bist du behindert?
Oh, das habe ich jetzt selber nicht gesehen, dass da die Kante ist. Oh, Mann. Das habe ich jetzt selber nicht gecheckt, die Kante da. Dass ich da instant runterfallen würde, habe ich da echt nicht gecheckt. Aber heute ist es jetzt, wie spät ist es? 20:02 Uhr jetzt gerade, wo ich aufnehme. An welchen Tag haben wir heute? Freitag! Heute ist ein wunderbarer Freitag! Immer verbreitet sein. Dass immer noch, auch immer da runterkommen will, darauf bin ich nicht vorbereitet. Ah, das ist ein wunderbarer Freitag. Oh, ich habe in der Stadt was echt Tolles gefunden. Oh, ich habe mich ja ewig beschwert, ne, dass es nie so kleine süße Tupperboxen gibt. Also ich sag jetzt einfach mal Tupper. Dabei ist es doch auch schon wieder so ein Gattungsbegriff geworden für Plastikschalen. Auf jeden Fall, ich habe mich immer beschwert, ne, dass mir so kleine fehlen, ne, wo ich auch mal Schrauben reintun kann. Oder Kleinzeug. Ja, und was finde ich in der Stadt? Genau das, was ich suche. Clara, das war doch klar. Aber immer so kleine Schälchen, wo ich auch mal Schrauben oder Nägel reintue. Vor allem Nägel, weil mir immer diese scheiß Kartons aufplatzen. Na, kennt ihr diese Nägelkartons? Ja. Willst du mich verarschen? Ja, auf jeden Fall diese schmierigen Baumarkt-Nägelkartons, die immer wieder aufgehen, die immer wieder aufplatzen. Und immer wenn du dann einen riesen Haufen Nägel auf dem Boden hast und du dir denkst, leck mich doch am Arsch. Und wünschst du dir jedes Mal, du hättest so eine kleine Tupperbox, wo du die ganze Scheiße reinwerfen kannst. Ja, genau das habe ich jetzt. Genau das habe ich jetzt. Das Fahrradgetriebe, okay. Was fehlt hier? Also, ich bin endlich mal froh, dass sie diese so kleine Motorboxen haben. Die sind ja groß. Was steht da drauf? Lolololop. 13x8 und 5x5. Beidseitig verschließbar. Genau sowas habe ich gesucht. Ewig. Ich hatte nie Glück beim Finden. Verstehe ich aber auch nicht, warum ich nie Glück hatte beim Finden. Ramira ist sogar mir ein Rätsel. Hallo? Du sagst nicht. Geh nach oben! Ah! Weißt du, was nervig ist? Ich habe aus Versehen die Save States meiner Switch put gemacht. Ich war so dämlich, ne? Hab meine Spielstände kaputt gemacht. Fucking dämlich musst du erstmal sein. Aber Kashi hat's geschafft. Kashi hätte in Zelda Breath of the Wild fast alle Krogsamen gehabt. Fast alle. Es fehlt nur noch, ich glaube, nur noch 10 oder so. Darf Kashi nochmal neu machen? Ich darf Ganon nochmal in den Arsch treten. Warum auch nicht? Ja, aber tatsächlich freue ich mich wirklich drauf, den Dicken wieder in den Arsch zu treten. Der Kampf gegen ihn war lustig. Uiuiuiui. Warum guckt sie jetzt so komisch? Was hat das mit dir auf sich?
Was willst du bewegen? Ganz weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Auf jeden Fall ein Gewicht. Kann mit dir nichts machen. Hier aber auch nicht wirklich. Oder ich gehe einfach mal in die Tür rein und gucke, ob da was ist. Wie wär's damit? Ja, schau doch mal, da ist ein Schalter. Oh, das ist die Halle hier. Oh. Ah, ich hab hier's. Ich wirklich, aber ich glaube, ich weiß, wo es hingeht. Ach, das soll echt nicht runterfallen, ne? Sache, da darfst du echt nicht runterfallen. Beim letzten Stück war ich jetzt verwirrt. Da wusste ich jetzt nicht genau, wo lang. Weil da war ja so ein Mauerstück. Da wusste ich tatsächlich nicht, was ich tun soll. Das hat mich jetzt ein Stück weit fertig gemacht. Schwer, wenn es auch einfach geht. Ne? Ah. Und hier komme ich zum Hebel. Ach nee. Jetzt musstet ihr wirklich dafür sorgen, dass Lara wieder zurückkommt, indem ihr die ganze Scheiße wieder zusammenschiebt, ne? Okay, ich finde es nicht verwerflich oder so. Irgendwie muss ich ja wieder zurückkommen, aber... Was macht den Rätselaufbau schon wieder so komisch? Na, zumindest haben wir hier keinen François. Der als erstes da sein könnte, um irgendeinen Scheiß zu tun. Meine Waschmaschine läuft gerade weg. Was soll ich gerade so? Dieses rum bum 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 bum. Die haut gerade ab. Ich höre das noch. Hallo, läuft der Kühlschrank? Ja, dann halten Sie ihn lieber mal fest. Oder wie war der witzig? Ach, ich schon Witze, ne? So ungefähr ging der. Okay. Oh, das ist direkt hinter mir. Okay. Was sagen, ich sehe den Sinn dahinter nicht, aber ich sehe ihn jetzt. Ach, jetzt kann ich... Ah, der Sandhaufen. Der Sandhaufen, jetzt ergibt das Sinn. Ja.
Oh, das Ambient hat sich einfach mal eben zurückgesetzt. Danke. Ich hatte auch echt ein Auge, so flupp aus. Vier Säulen. Vier Bilder. Vier Säulen. Da gibt es irgendwo eine Referenz, was, was wohin muss. Gleich. Gleich. Sieht gleich aus. Munition nehme ich auch gerne, aber dann mal ist im Bild vielleicht. Nö, dreimal dieselbe Textur. Juhu, scheiße, der ist rausgekommen. Putz. Ihr habt gemerkt, ich wollte gerade noch wieder zurückschieben, aber er kam dann noch raus. Jetzt erklärt sich das wenigstens, wie ich die schieben soll. Das ist ein Bild. Klappt das so, wenn ich die Tür zumachen will? Klappt das so? Das ist jetzt mal eine gute Frage. Dass hier gleich ein Gegner noch reinkommen will, so hallo. Ich bin hier, um Dinge mit dir zu tun. Okay. Da liegt das. Einfach mal die Tür zu machen. Einfach zu machen. Sieht doch gut aus. Einfach mal dicht hauen. Da kommt ja wieder was, was mir Liebe geben will. Die Liebe. Okay. Hier, der nächste Stein für meine Türsammlung. Finde ich jetzt langsam toll. Ja, das begeistert mich gerade. Meine Türsammlung. Da will jetzt nichts rauskommen. Aber hallo sagen. Wegen ich will mit dir spielen. Nö? Hm. Ich weiß, das ist völlige Zeitverschwendung, aber ich mach's einfach. Munition. Nehmen wir mit. Ich muss wirklich sagen, ich erwarte, dass da Gegner rausstürmen. Jetzt der Puma gerade. Ich erwarte es. Ich möchte es zwar nicht, aber ich erwarte es. Oh, habt ihr schon gehört, dass diese komische Silent Hill Serie rausgekommen ist? Die eigentlich pur Abzocke ist, um das Geld aus den Taschen zu leiern und man jetzt wirklich sagen kann, Silent Hill ist tot. Oh, hier könnte. Aber man kann jetzt wirklich mittlerweile sagen, Silent Hill ist tot. Oh, da ist ein Boomer. Ich sag ja, ich will's nicht, aber ich hab's erwartet.
wenn man euch jetzt irgendwie zusammen übereinander stapeln könnte, ne? Das wäre nice. Du darfst doch noch weiterladen. Keine Munition, gar nichts. Herr Puma. Kann Lara eigentlich... Nein, sie kann so eine Kiste, so einen Stein nicht umdrehen. Gut wäre es gewesen, aber ich glaube, das ist zu schwer. Das ist einfach zu schwer. Ich weiß gar nicht, kann ich euch hier noch für irgendwas gebrauchen? Vielleicht rumspringen, rumhampeln, Dinge tun. Wie hier zum Beispiel, was so ziemlich nach einem Geheimgang aussieht. Aber so normal nie hochkommen würde. Hm. Oder hier. Ja, aber dieses serienmäßige Silent Hill Spiel, ich weiß nicht, ob man das wirklich Spiel bezeichnen kann. Weiß ich nicht mehr. Das kommt mir richtig weird vor. Das ist eigentlich vollgespickt mit Mikrotransaktionen und nur ums Geld. Weil jeder will nur das Beste von dir, dein Geld. Ja, und darum geht's. Hauptsächlich. Um dein Geld. Und wie schon nach den Kritiken, ich habe schon die Kritiken gelesen. Die Leute sind damit nicht zufrieden. Also wenn ein Haufen Fans schon sagt, die Silent Hill Reihe ist jetzt offiziell tot. Ja. Das Ding sieht cool aus. Mumifizierte Katze. Oh, es ist eine Katze. Als sich der Kult um die Katzengöttin Bastet in den im antiken Ägypten wachsender Beliebtheit erfreut, wurden häufig mumifizierte Katzen an Pilger verkauft. Das klingt echt krank. Die diese zu Ehren der Göttin opferten. Also ich weiß ja, dass sie echt ein Faible für Katzen hatten damals. Das war echt so, aber das ist übel. Das finde sogar ich übel. Ich meine, ja, die hatten damals echt ein Faible für Katzen, aber holy fuck. Ah, jetzt ist die Sache, wie drehe ich euch? Dreh euch den Bildern entsprechend. Gerade gleich was, oder? Nein. Ja, die Bilder sind die Lösung. Unter dem Symbol hat ein Mannequin. Also die Glyphe. Die Glyphe hier. Das Mannequin, was aussieht, als ob ein Pinguin tragen würde. Bist du da? Das ist kein Pinguin, das ist ein kleiner Mensch. So passt das. Aber kein Bild.
Der Vogel hat die Tasse. Der Vogel hat die Tasche. Versuch das echt richtig auszurichten. Das Messer hatte die Schüssel. Wenn ich mich nicht irre. Das Messer hatte die Schüssel. Arm! Schüssel! So, und was hatte das letzte Bild? Der letzte ist wahrscheinlich gar nicht hier, oder? Ja, doch. Die zwei Häuser. Nice. Das ist doch mal schön. Und das Level geschafft. Ich kann nicht Schluss machen. Yes! Passend zur Zeit. Also, geil. Beide Artefakte. 33 Vorräte, 32 Kills. Hat lang genug gedauert. Outfits und Reliquien. Outfits? Das klingt interessant. Lara 17. Dann machen wir... Achi. 18. Und dann machen wir heute Schluss. Und sehen uns ja morgen. Und dann vielen Dank fürs Zusehen. Tut mir leid, dass es heute später wurde, aber ihr kennt mich hier. Macht ja nichts. Also so spätestens 21 Uhr ist die Scheiße draußen. Und so rein, hab euch lieb, lasst mal schönes da. Bis morgen. Kuss auf Nuss und tschüss.